Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OBSI 2 der Omnibus Simulator. Wir stehen jetzt endlich auf Nürtingen 2016 mit dem Sito, ja, und dem einzigen Repaint, wo zumindest nur die Sitze weiß waren und nicht noch der ganze Rest. Wir fahren die Linie 181 von der Otto-Hahn-Straße zum ZOB, aber einmal hin und einmal zurück, weil die geht ja nur 10 Minuten. Das sollte reichen, Halbbeleuchtung, ja. So. Bin den Bus schon seit Ewigkeit nicht mehr gefahren, hatte den sogar auf dem PC hier nicht mal installiert. Das sagt eigentlich aus, dass ich den seit Ewigzeiten nicht mehr gefahren bin. Aha, warte mal. Ja, genau. Das war ja der Bus. Ah, genau. Warte mal. Das machen wir mal gerade. So, das war nämlich leider der Bus, wo man, sag schnell, wo man, wo die Matrix noch nicht richtig funktionierte, beziehungsweise wo das falsche Skript drin war, was ich jetzt noch nicht getauscht habe, ist mir nämlich komplett entgangen. Ja, macht nichts. So, und ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Karte so richtig funktioniert, wie sie funktionieren soll. Eigentlich sind jetzt alle Objekte da und alle installiert. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier nichts fehlt. Gell? So. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal gerade nochmal auf die Uhr. 1,8, komm, ein Minütchen. Genau, wir haben nämlich noch um 10 nach geht es los. Und da haben wir noch Diet. Wir fahren um 10 nach bis 20 nach. Ja, ganze 4 Haltestellen. Aber deswegen fahren wir sie ja nochmal hin und nochmal zurück. Also hin hier, Otto-Hahn-Straße bis ZOB und dann nochmal zurück. Weil sonst ist das ja dämlich, ne? Sonst ist das ja... Ne? Ach, okay. Ja, Edge hat mir gerade gemeldet, dass ein Download fertig ist. Toll. Das meldet Edge dank Windows 10 ja über solche schönen Meldungen. Ach ja, der Zito, der ist ein niedliches kleines Quietsche-Entchen. Quietscht fast so viel wie die 425er Baureihe von der DB. Also die klassischen 425er. Wie die so ziemlich so aussehen wie die 426er oder die 423er oder die 424er oder so. Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber dieser Motor, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt gleich im Endvideo laut genug bin. Ich meine, er geht ja nicht schlecht ab von der Geschwindigkeit her, ne? Also, entweder ist das wegen des Quietschens so, dass das einen so ein bisschen mitnimmt hier, oder der geht wirklich nicht schlecht ab hier von der Geschwindigkeit. Aber niedlich, der hat ja nie irgendwelche Modifikationen bekommen, der Bus. Also nie großartige. Ja, mal hier schön die Klappen aufklappen. Sich ein bisschen was Motor angucken. Ach, guck mal, wir dürfen fahren. Ist aber schön. Ist aber total, oh.
Ja, die Karte, die Kreuzungen, die spiegeln so ein bisschen, ne? Da hat jemand vergessen. Dingsbums hier. Specula wegzumachen. So, einmal die Leute rauslassen. Dann können wir auch schon weiter. So, die Karte hat keine Ansagen hier. Aber sieht sonst eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also, ich finde aber hier... Ich bin Nürtingen ja auch generell schon mal gefahren. Die 2015er Version. Wobei, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Kreuzungen hier eben halt so glänzen. Oh, und da haben wir um sie Nachlader. Mal sehen, ob jetzt gleich die Karre verschwindet oder nicht. Ich habe aber eigentlich alle Objekte drin. Muss ich sonst noch mal gucken. Naja, okay. Hier, oh. Entweder ist da hinten eine Kachel weg oder die ist einfach. Das aber jetzt. Der war blöd platziert, der Fall, muss ich sagen. Ja, der war ein bisschen blöd. Ja, so. Ach, ist ein niedliches kleines Teil. Zweite Tür direkt im Motorraum hier. Passt. Vor allem, der hat ja nicht viele Sitzplätze. Für was wird denn der eingesetzt? Oder nicht? So viel transportiert der nicht, der Bus. So, wir heben ab. Party! Hat ein kleines piependes Teil da. Das klingt witzig beim Bremsen, dieses Schrabben da. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Oh. Ah, guck mal. Hier. So. Kaum macht man es richtig funktioniert. Ja, mein erster Looping with Julian ist ja draußen. Und um sie lädt. Und ich muss ja wirklich sagen, finde ich cool, dass der bei euch, hoppala, so gut angekommen ist. Ich hatte da so anfangs so ein bisschen meine Zweifel. Ja, ob das wirklich jetzt so gut ist oder ob das reiner Bullshit ist, den ich da mache. Aber freut mich, dass es euch gefallen hat. Und dann wird es da, denke ich, auch mehr von geben. Ich glaube, ich fahre jetzt in Ende. Jo. Ich muss mal eben den Omsi neu starten. So, das haben wir wieder. Ich weiß nicht, was er jetzt genau hatte. Ich habe einfach mal den Omsi jetzt mal neu gestartet. Jetzt scheint aber alles zu funktionieren. Dann können wir ja weiter quietschen hier. Es quietscht in der Straße. Was ist es? Ist es ein Zug? Nein, es ist der Zito. Der Zito, der quietscht sein morgendliches Lied. Beim Ausdrücken fängt er an zu quietschen. Oh yeah. Da fahre ich noch drüber. Jo. Über das Looping with Julian habe ich schon gesprochen. Naja, habe ich schon. Okay. Dann weiß ich schon Bescheid hier. So, Nürtingen ZOB. Nürtingen ZOB. Bitte alle aussteigen. Wo muss ich denn halten? Ja. Nein. Ah, guck mal. Dann fahren wir doch hier hin. So, manche Objekte glänzen hier leider. Das ist ein bisschen schade. Jo, Nürtingen ZOB, 181 plus 82.
So, ich habe mal gerade einen neuen Fahrplan angenommen. Also wir waren jetzt 6 Minuten unterwegs, weil wir so null Fahrgastaufkommen hatten. 6 Minuten und wir fahren ja jetzt noch zurück. Ich glaube, das wird ein Part. Ich glaube, mehr als ein Part wird das nicht. Naja. So, wir ändern die Route. Otto-Hahn-Straße. Guten Tag. Einmal Schüler, bitte. Natürlich. Danke. Ach, guck mal, auf einmal habe ich Fahrgäste. Ist das schön. Schnell ist das schön. So, in nicht mal einem Minütchen haben wir Abfahrt. Halbes Minütchen noch. Dann kann man wieder losquietschen. So. Türchen lassen wir noch ein bisschen offen hier. 02 haben wir noch. Alles easy. Also wenn ich doch irgendwelche Ansagen übersehen haben sollte, dann haut mir auf den Finger in den Kommentaren. Jo. Dann fahren wir mal los hier. Beziehungsweise wir quietschen los. Ich sag das gerne. Ich weiß nicht, ich finde den Bus irgendwie... Ich finde ihn niedlich. Er ist niedlich. Ein niedliches kleines Fahrzeug. Doch, doch. Jo. Wo muss ich jetzt lang? Links. Oh, guck mal. Hier geht's bergauf. Warte mal. So. Und... Schub! Und Hartgas und abheben. Und da war rot. Da. Tralalalalalala. Da kommt ein Krankenwagen. Du bleib da stehen. So, jetzt habe ich eh grün. Aber ich bin nochmal zurückgefahren, so. Ich habe die Ampel nicht übersehen. Ich fahre nicht schlecht. Ich fahre, Fahrplan optimiert. So. Fahrplan optimiert fahre ich. Also ich finde den Sound echt Hammer. Also Hammer im ironischen Sinne. Es ist sehr... Kopfschmerzen erzeugend. Aber gut. Vor allem hat er den Anlasser, den Motoranlass-Sound, ja, der vom ganzen alten, vom uralten, klassischen Frenzy Max NL202.1. Finde ich total cool. Weil das weckt Nostalgie, also Erinnerungen an den OMSI 1. Da war der... Frenzy Max war ja der erste bekanntere deutsche Niederflurbus, den es damals für eine OMSI gab. Ja, das ist schon so seine Zeit her, aber es waren gute Zeiten. Den ist man damals rauf und runter gefahren. Rauf und runter, bis man keinen... Nee, man hatte eigentlich mal Bock mit dem Wagen zu fahren. Also... Der war halt einer der wenigen Eindecker, die es gab. Und die nicht russischer oder polnischer Abstammung waren. Und deswegen war das Ding ganz cool. So, und dann gab es dann früher, oh, gab noch früher den O405 Dreitürer von VWS. Das Ding hatte Mesh-Fehler ohne Ende und hatte eigentlich nichts, konnte eigentlich nichts. Aber den ist man gesuchtet, einfach nur weil, den hat man gesuchtet, einfach nur weil er, es war halt ein neues Fahrzeug. Ja, da hatte man noch nicht so über hohe Qualitätsansprüche. Da musste ein Bus noch nicht Neubau sein, da war es gängig, dass der V-Bus konvertiert wurde. Das hat man heutzutage ja nicht mehr. Also seitdem wir so gewisse Qualitätsmerkmale haben, gewisse Qualitätsmenschen in der Community, ist dann natürlich das ordentlich angezogen, aber auch die Erwartungen ordentlich angezogen. Also früher hat man sich mit so einem Bus zufrieden gegeben, der einfach nur ein Ibis hatte, eine Art Kasse,
Wenn es auch nur die hier, die Berliner war zum Beispiel. Das war Standard. Mehr hast du nicht, mehr brauchst du nicht. Du bist den Bus einfach gefahren. Ja, und er brauchte eine Matrix natürlich, ne? Sonst ging ja nicht. Aber das war, das hat gereicht. Das hat gereicht. Aber klar, wenn, sobald man anfängt, dann, sobald dann mehr Qualität da ist und dann auch sehr viel Qualität geboten wird und das sehr oft, dann fängt man natürlich an, gewisse Maßstäbe zu setzen. Also jeder, der einen guten Bus raushaut, setzt ja auch irgendwo einen Maßstab für Qualität im OMSI, für Funktionen. Und die haben halt vor allem an Funktionsumfang gewonnen, die Fahrzeuge, als auch an Texturen und Modell wurde besser, Dashboards wurden besser. Es gab vorher nicht, also vor Altersbussen, nicht wirklich ein vernünftiges VDV-Dashboard. Gab's nicht. Also, nicht wirklich. Howard? Hehe. War was? Nö, war was? War nix. Okay. War nicht. Warum gibt's diesen Soundbug mit der Haltestellenbremse, wenn ich die reinmache? Ich will doch nur die Haltestellenbremse haben. Ich will doch gar keinen Soundbug. Soundbug. Bug dir einen Sound. Mhm. Sau kreativ und sau themenreich, was ich heute hier von mir abgebe. Und voll der gute Fahrstil. Ja, wir haben ein Kombi weggekegelt. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. War das so ein Ford-Mondeo? Vielleicht. Kann ich euch nicht mehr genau sagen, was es war. Auf jeden Fall haben wir den weggekegelt. Aber shit happens. Ja, ist scheiße passiert. Wird nicht wieder vorkommen. Doch, wird's wohl, aber... Naja. Kannst du nichts dran ändern. Guck mal, das ist der Langsamkeitswärter, ja? Der guckt, dass man auch die nötige langsame Geschwindigkeit einhält. Ja. Schneller fahren ist nicht. Ist wahrscheinlich hier offensichtlich eine 30-Zone. 30er-Zone. 30-Zone, hier laufen nur Menschen über 30 rum. Also wenn das hier nicht über 30 Minuten gehen sollte, dann wird das, Hallo. Dann wird das ein Part hier. Eine Kurzstrecke willst du auch noch? So Ansprüche hat die junge Dame hier. Aber ich vermute, wir sind auch jetzt gleich schon wieder da. Wenn ihr nochmal irgendwelche Linien oder Karten sehen wollt, dann schreibt es mich einfach in die Kommentare. Dann fahr ich das dann auch. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Aber wir sind schon wieder da. Guck mal. Das ist so ein Kurs, den kannst du irgendwie eine ganze Stunde immer wieder hin und her fahren. Wobei so viel Pause, wie du hast, der Fahrer, der muss doch, das muss doch von mehreren Kursen übernommen werden. Das kann ja fast gar nicht sein, dass du einfach hier Nürting ZOB. Gut, hier hast du nur 2 Minütchen Pause. Aber du fährst insgesamt 20, warte mal, lass mir überlegen. Du fährst 20 Minuten hochgerechnet und hast dann wieder 40 Minuten Pause. Das oder nicht 40 Minuten, aber auf jeden Fall lang genug Pause. Das finde ich doch interessant. Na gut, wenn ihr wollt, dass ich nochmal was hiervon zeige, dann schreibt es mich in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sind wir beim nächsten Mal, genau. Seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Tschüss.